Ist ja logisch. Manuel Machata war die Ruhe selbst, obwohl er und seine Mitfahrerin Anja Huber schon erwartet wurden. Doch anders als im Eiskanal gibt es im Straßenverkehr manchmal Verzögerungen. Wir haben ja immer harte Anreise mit der A8 hier, ordentlich Gas gegeben, aber wir haben halt früh noch Athletik trainiert und dann wird es ein bisschen später. So machten die Rennrodler den Anfang auf dem Podium. Tatjana Hüfner, Olympiasiegerin und Weltmeisterin, steht wie Felix Loch vor dem Beginn der vorolympischen Saison. Am nächsten Sonntag geht es für die Mannschaft nach Sotschi, um schon mal die Olympiabahn zu testen. Es läuft natürlich die Vorbereitung alles darauf hin, aber natürlich ist erstmal auch wieder heuer dann die ganze Weltcup-Saison und auch die Weltmeisterschaft in Whistler dann das große Ziel. Da wollen wir dann ganz vorn wieder mitfahren und um die Medaillen auf jeden Fall mitkämpfen. Und dafür brauchst du dann das entsprechende Material. Auch in dieser Saison gibt es wieder einige Änderungen des Reglements. Doch einer wie Schorsch Hackl weiß, dass bei all den Kleinigkeiten am Ende immer der gewinnt, der am schnellsten unten ist. Daran ändert sich auch Gott sei Dank nichts. Und das Schöne ist, dass man unsere Sportart wirklich in Hundertstelsekunden messen kann und dass da nichts zu deuten gibt. Wer der Schnellere ist, der hat gewonnen. Also dann ab in den Bob und auf in die neue Saison. Das Team Deutschland ist startklar.